Im Rahmen des Erntedankfestes fand in Ramingstein auch die feierliche Eröffnung des neuen Bauprojektes Wir 2.0 statt. Im Mehrzweckhaus ist neben 6 Mietwohnungen und einem Nahversorger auch eine Seniorenresidenz beheimatet. Ohne Finanzierung geht das Ganze natürlich nicht. Wir haben ungefähr von den 7 Millionen Euro 1 Million und 50.000 Euro an GAF-Mittel gekriegt. Wohnbauförderung gehört dazu. Ein großer Brocken bleibt natürlich bei der Gemeinde Ramingstein hängen. Das wird sich alles ausgehen. Das Wichtigste ist allerdings, dass die Sache funktioniert und dann haben wir Ramingsteiner gewonnen, wie hinter mir das Logo auch zeigt. Wir wohnen in Ramingstein und wir haben uns das auch verdient. Dort auch für die Senioren, man sollte so im Zentrum bleiben und nicht irgendwo an der Peripherie, weil sie sollen ja vom Dorfleben noch was mitkriegen und das ist das Schönste, wenn sie dann, glaube ich, oben in den Fenstern sitzen oder beim Balkon sitzen und das Ortsleben mitkriegen. Dieser Prozess, jeder Entwurfsprozess, jeder Gedanke, wie man sowas plant, fängt mit einem Miteinander an. So geht es ja weiter im Bau, während der Bauphase auch. Und miteinander muss man die Sachen einfach besprechen, durchdiskutieren und in einen Diskurs gehen mit der Bevölkerung und mit den Leuten im Umfeld. Der Neubau, der sich trotz moderner Bauweise vereinend in die ländliche Umgebung einbindet und nach 2-jähriger Bauzeit fertiggestellt wurde, ist für die Gemeinde Ramingstein mit 1070 Einwohnern eine große Aufgabe, nicht nur aus finanzieller Sicht. Also auch wirtschaftlich kann so etwas schon helfen, aber es steht natürlich in keiner Relation, weil pro Bett zahlt da die Gemeinde trotzdem dazu und das ist für eine kleine Gemeinde eine Herausforderung. Aber die Gemeindevertretung hat sich Gott sei Dank am Ende einstimmig zu diesem Projekt bekannt und das ist wichtig und alles, was einstimmig in einer Demokratie getragen wird, ist dann auch stemmbar. Gell? Man darf dann nur nicht jetzt in der Zukunft irgendwelche Spielchen anfangen zu spielen und zu sagen, jetzt haben wir da so viel Geld reingegeben, sondern es war bewusst die Entscheidung für diese 3 grundkommunalen Aufgaben. Ich kann Ramingstein nur gratulieren und freue mich sehr, dass dieses wunderbare Projekt entstanden ist. Wir haben ja 2 Etagen mit 2 Wohngemeinschaften, Hausgemeinschaften, jeweils 12 Betten. Und Diskussionspunkt war natürlich mitten im Ort. Die B95 geht direkt am Seniorenwohnheim vorbei, allerdings natürlich in Blickrichtung Gemeinde, Café, die gesamte Infrastruktur ist zu überblicken und wir haben schon festgestellt, dass der eine oder andere Bewohner beim Aussuchen vom Zimmer gesagt hat, ich hätte gerne die Blickrichtung zur Straße, somit auch zum Leben. Auf diesem Spieß, da sollst du stecken, mitsamt deinen Israeliten. Nicht fehlen darf beim Erntedankfest in Ramingstein der legendäre Kampf zwischen David und Goliath, der traditionell jedes Jahr aufgeführt wird.